Ja, ist doch gut, Mädel. Nein, 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 nein. Oh, ich werd noch verrückt. Oh, scheiße. So knapp. Danach wäre wahrscheinlich noch einer gekommen. Ach, Mann, das tut mir echt leid. Ah, was ist los, ey? Okay, dann nochmal. Wir wollten ja die Waffe hier nehmen. Kaufen wir hier die Ladungen wieder. Und eine Detonation. Das scheint für mich am besten. Hoppala, das wollte ich jetzt nicht. Komm schon. Lasst mich einfach in Ruhe. Okay, das muss jetzt aber was gebracht haben. War's das? War's das? Nein. Ach, scheiße. Verdammt, verdammt, verdammt. Komm schon. Ja, 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 ich bin unbesiegbar. Das gibt's doch nicht, da ist noch einer. Wie viele von diesen Freaks gibt's hier noch? Fick'n Rappler. Ganz ruhig. Alter, das gibt's nicht. Ah, fuck, 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 fuck. Darum muss ich mich kümmern. Ich muss die Energiezelle in seinem Band platt machen. Alter, Alter. Ich bin fix und fertig. Ja, der Dick ist tot. Der Dick ist tot. Bitte nicht sterben. Gibt's ja nicht. Ich hab's geschafft. Okay, nicht übermütig werden.
Oh. Okay. Alles sauber. Oh, kurz Luft holen. In meinem Geschmack war das viel zu knapp. Ja, du sagst es. Alter, das gibt's doch nicht. Oh. War es das jetzt? Bitte lass es das gewesen sein. Oh, meine Hände zittern total. Okay. Was ist das hier? Der Frachthafen. Die Koffer gehören den Touristen, die zu spät kamen. Ach, je. Ganz schön viele Koffer. Ja. Oh, ach du Scheiße. Alles alle. Oh, Geschenke. Money. Ach Leute, ihr wisst gar nicht, wie anstrengend das eben war. Wahrscheinlich habt ihr euch jetzt alle aufgeregt, weil ich mich so dumm angestellt habe. Ich weiß immer noch nicht, wo wir hin müssen. Ganz ehrlich. Aber die beiden anderen wissen ja bestimmt schon, wie es weitergeht. Oh, keine Muni mehr. Fast. In engen Gassen fühle ich mich sehr wohl. Hallo? Ach so. Was fehlt uns denn? Ein paar Detonationen wären nicht schlecht. Und dann hätten wir noch gerne 2 Ladungen von der Shotgun. Dankeschön. Rettungsschiff bereitet sich auf die Landung. Ach, ein Rettungsschiff. Bewegt euch mal! Ein Rettungsschiff, na klar. Das war's. Los, Bewegung! Wir bewegen uns doch. Wo lang? Wo lang? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und rüber. So sieht's aus. Einfach durchjumpen. Jump, jump. Boah. Wie, die fliegen ohne uns ab. Geil, geil, geil. Scheiße. Oh, verdammt. Was ist passiert? Nein. Serrano. Na, warte. Das Rettungsschiff startet. Wie sollen wir das denn schaffen? Was für ein schöner Tag. Ey, das war ja mal richtig knapp. 7. Akt, Kapitel 2. Ich gebe dir nicht die Schuld. Oh, das Bild gefällt mir sehr gut. Oh, wartet mal kurz. Ich muss mich mal kurz strecken und mal kurz tief Luft holen. Puh. Leute, es scheint so, als würden wir uns langsam dem Ende nähern. Okay. Wir haben es tatsächlich geschafft. Das war knapp. Die Schwerkraftdämpfer sind aktiv. Wir sind in der Luft. Wir sind in der Luft. Ach, wie schön. Nur fliegen ist schöner. Ach, nur 500. Ne, das kann ich lassen. Machen wir uns an die Arbeit. Ganz schön große Tür. Mach dir nicht ins Hemd. Final Echo hat Überbrückungscodes für sämtliche Konföderationstechnologie. Die Brücke wird das mitbekommen. Richtig. Also beeilen wir uns lieber. Lass wahrscheinlich auch neue Gegner. Ach. Und schon haben sie uns gesehen. Überraschung, Freunde! Wer sind diese Wichser? Die Echo Shock Trooper, Serranos Geheimarmee. Die Hurensöhne sind echt tough, das muss man ihnen lassen. Danke. Dank mir? Ich
habe sie mitentwickelt. Wie entwickelt? Sind das keine Menschen oder was? Gibt es überhaupt noch normale Menschen? Na komm. Was war das denn? Oh, sorry, Ishii. War mit Absicht. Kopfschlitzer. Cool. Eieiei. Wahnsinn. Sieh mal einer an! Wir haben drei Wichsköpfe zu Besuch! Der Typ hat doch eine Klatsche. Ich werde es genießen, wie meine Heavy Echo Trooper eure leuchtenden Stücke in unser Fest! Richtig schön nach! Okay, jetzt. Yum, yum, yum. Cool. Bye bye. Bye bye. Effizientes Töten. Das gefällt mir. Aufrechte Soldaten, die ihre Pflicht getan haben. Aber sie standen zwischen euch und mir. Da ist es natürlich in Ordnung, sie umzubringen. Nicht wahr? Der Code ist ungültig. Er hat uns ausgesperrt. Wenn ich dich reinlasse, Trish, willst du dich dann auf Papas Schoß setzen? Scheiß auf den alten Sack. Ich weiß einen anderen Weg. Hilf mir mal. Geh doch immer, Schätzchen. Öffne die Tür von der anderen Seite. Verdammte Lüftungsschächte. Ja, Oshi, und wie geht's dir so? Ich glaube, ich könnte diese Tür öffnen. Trishka ist da schon. Sie ist los, um Serrano zu töten. Sie wird uns hier nicht rausholen. Meinst du? Ja, das passt zu ihr. Ich schließe die Konsole kurz. Ist ein Versuch wert. Du müsstest dich mal selbst sehen, wenn du das machst. Du siehst wie ein verdammter Trottel aus. Ich die Tür aufbekommen. Na schön, du hast die Tür aufbekommen, aber dabei wie ein verdammter Trottel ausgesehen. Wo ist denn Trishka? Hat sie es vielleicht eilig, zu ihrem lieben Papa Serrano zu kommen? Ich habe mir einen Scotch genehmigt und spiele voller Vorfreude auf dich und ungeduldig an meinen Eiern rum. Junge, halt mal die Klappe. Der Echo-Kodex verlangt, dass sie selbst Rache nimmt. Scheiß auf den Echo-Kodex. Die Kleine versinkt im Blutrausch. Hey, halt! Shit! Wo müssen wir lang? So. Das war nicht nett. Konzentrier dich auf das aktuelle Problem. War's das? Bye bye. Alle verrückt. Alle. Vorsicht, die Chain Gun! Das musst du mir nicht sagen.
Scheiße. Okay, das kann jetzt ein bisschen dauern. Ich gehe mal aus dem Weg.